Hi Leute und damit ein herzliches Willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Folge von Sword Art Online Alicization Lycoris. Ich freue mich ganz herzlich, dass ihr auch wieder bei dieser neuen Folge eingeschaltet habt. In der letzten Folge haben wir hier auf dem Hauptplatz ein paar Aufgaben und ein paar Quests gelöst. Heute wollen wir mit der Main Quest endlich weitermachen. Sei gegrüßt, Reisender. Suchst du Heilkräuter? Aber natürlich. Heilkräuter S erhalten. Dann gehen wir mal zum Treffpunkt. Ja, komm. Okay, ich dachte, dass hier noch irgendwas Besonderes passiert, aber scheinbar nicht. Dann gehen wir halt einfach wieder zum Treffpunkt. Und er befindet sich direkt beim Speicher. Das ist ja so wie. Rina-senpai. Omatase-shimashita. 2人とも課外授業への準備は万全か?はい、任せてください。いつでも大丈夫です。期待しているぞ。さて、それではみんなで協力しつつ課外。Was? Ich habe aber noch gar keine Heiltränke. Oder sind diese Heilkräuter, Heildinger jetzt so? I have don't know. Ich meine, ich wollte ja Heiltränke kaufen, habe aber keine entdeckt. Wir haben ja im Grunde genommen in der letzten Folge jeden Laden abgeklappert. Aber okay. Klasse. Mit den Kutschen von der Akademie kommen wir aus Centuria heraus. Ich muss dich warnen, die Reise wird sehr holprig. Behalte bloß dein Essen bei dir. Das klingt gar nicht gut. Ha, keine Sorge, Yu-Gi-Oh! Wenn dir schlecht wird, reibe ich dein Bäuchlein. Warum klingst du so begeistert? Wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, ist es gar nicht so schlimm. Auf geht's! Okay. Kann ich jetzt hier noch irgendwie gucken wegen meiner Heiltränke? Okay, sie ist jetzt in meiner Party, ist Level 12. Da stand doch was von Gegenständen, genau. Habe ich jetzt Heilkräuter sowas? Da. Benutzen, Details, sortieren. Also auf jeden Fall habe ich jetzt wieder Heilkräuter. Okay, diese Heilkräuter sind anscheinend diese Tränke. Mhm. Good to know. Ja, übrigens habe ich jetzt hier auch ein Kostüm. Eine Kleidung zum Visualisieren. Kannst du in deinem Outfit Kriegsmaid schlüpfen? Ja, das Kriegsmaid-Outfit habe ich jetzt nämlich mittlerweile. Ich habe ja euch den DLC gezeigt, wie ihr an diesen DLC kommt. Wenn ihr sagt, boah, den DLC habe ich jetzt verpasst, ich weiß gar nicht, wie ich an diese Kleidung komme, dann würdet ihr zum Beispiel wissen, wie ich zum Beispiel hier an das Profil von Kirito und das Hintergrund Bild hier in meinem PlayStation-Menü gekommen bin. Gibt es für PC, PS4 und Xbox One. Ja, aber wie ich daran gekommen bin, ja, das müsst ihr euch im Video angucken. Ah, verdammt, ich dachte, ich kann mir das jetzt mal angucken. So, wo müssen wir jetzt hin? Ah, okay, wir müssen wieder zurück, weil da hinten sehe ich ein paar Ausrufezeichen. Komisch, dass das auf der Karte gar nicht markiert wird. Hier ist ja die eine Sidequest. Genau, hat ihre Kette verloren. Ach so, die Kutsche steht da vorne. Ah, okay. Ach, hier vorne steht die Kutsche. Ah, okay. Das meinte sie. Na dann. Ich würde sagen, untersuchen. Ja, let's go. Wir konnten zwar jetzt nicht alle Sidequests machen. Ich hoffe, dass man die Sidequests dann später irgendwie nochmal nachholen kann. Falls man die jetzt nicht im First Try gefunden hat. Aber lassen wir uns mal überraschen.
Bordia-Ebene. Reich Norlandgard. Dann mal auf zu unserem Ziel. Ja. Schnellreise sind jetzt verfügbar. Über bestimmte Punkte in verschiedenen Gebieten kannst du Schnellreise ausführen. Registriere Schnellreisepunkte, während auf der Karte im Hauptmenü ein Symbol markiert. Wähle einfach einen Punkt aus, um dorthin zu reisen. In der Weltkarte kannst du auch per Schnellreise andere Gebiete wechseln. Zu weit weg ist gestern. Gruppe ist jetzt erhalten. Achte auf die Statuseffekte. Einige Angriffe von Feinden können dich negative Statuseffekte beilegen, wie zum Beispiel Bluten, Gift, Brennen, Lähmung, Blind, Verwirrung. Einige Angriffe von Feinden können dich negative Statuseffekte beilegen, wie zum Beispiel Starre, Frostbeulen, Aktionen, Fesseln, Panik. Einige Feinde können dich negative Statuseffekte beilegen, wie zum Beispiel SP Einbußen, LP, Max LP, Malus. Max SP Malus, Kraft Malus. Okay, dann bin ich auch wieder zurück. Tut mir leid, bin momentan halt etwas erkältet. Und deswegen musste ich jetzt hier kurz niesen. Habe ich aber hoffentlich rausgeschnitten. So, Schnellreisepunkt ist aktiviert. Und dann sind sogar ein paar Monster. Nein, ich wollte die Minikarte. Da ist die Minikarte. Oh, hier gibt es dann auch wieder ein paar Quests. Okay. Level 7. Ja, die sollten wir doch hinbekommen. Oh, Moment. Eigentlich würde jetzt... Ah, okay, jetzt habe ich sie wieder. Oh, verdammt, jetzt hatte ich die Chance, den Gegner in Bruch zu setzen, aber dann ist er einfach abgehauen. Beziehungsweise zu schnell gestorben. Was, nein, ich will jetzt erstmal gegen den Vogel kämpfen. Spiel ist natürlich sehr auf die nordische Mythologie angelegt. Das ist ja generell bei Sword Art Online so, dass wir besonders die nordische Mythologie hier, dass Rekikawara scheinbar die nordische Mythologie sehr bevorzugt, weil irgendwie sind alle Spiele sehr nordisch-mythologisch angehaucht. So, ich habe gerade gemerkt, dass mein Fernseher etwas zu laut ist, deswegen könnte es sein, dass ihr jetzt wahrscheinlich den Sound jetzt ein bisschen doppelt gehört habt, aber das habe ich jetzt erstmal ausgestellt. Also ich werde natürlich off-cam kämpfen, aber ein paar Kämpfe nehme ich hier natürlich mit. Was? Nein, er ist ausgewichen. Schön, dass er mich angreifen kann. Was? Hier immer wieder ausweicht, Digga. Na, die doch sterben. Jetzt ist er down. Huch. Das war jetzt nicht so gewollt. Wir wollen ja hauptsächlich die Main Quest verfolgen. Aber ein bisschen fischen können wir hier natürlich auch. Und was ist denn das für ein komischer Frosch? Der sieht sehr stark aus. Der ist Level 11. Ich sollte den meiden. Ist hier noch was? Sind zwar ein Angelspot, aber den werde ich mir dann... Ja, doch, den schauen wir uns jetzt noch an. Habe ich jetzt gerade überlegt, ne? Sollen wir den jetzt noch machen? Eine Menge Fische gibt es hier zu angeln. Machen wir mal ein bisschen Fishing. Und dann werden wir uns aber konsequent auf die Hauptstory natürlich konzentrieren. Das ist ja im Grunde genommen das die Hauptaufgabe hier in dem Let's Play. Und wir finden den nächsten Fisch. Level 2. So, also verfolgen wir hier weiter die Hauptstory. Ich denke mal, der Punkt, der da hinten eingezeichnet ist, das ist uns unsere Aufgabe. Auch wenn ich hier ein paar Sachen sehe, die sehr interessant aussehen. Aber die werde ich mir dann, wie gesagt, off-cam angucken.
denke mal, zur nächsten Folge werde ich mir das denn hier alles angucken. Die ganzen Gebiete. Falls ich natürlich irgendwas Interessantes sehe, nehme ich euch natürlich rein. So. Ah, das ist schon wieder so ein Ding. Huh? Okay, ist das jetzt überhaupt die Hauptaufgabe? Das scheint die Hauptaufgabe zu sein. Hauptpart, nein. Skillschwierigkeiten, Sätze, Drücke, 1, Seelen. Ah, okay, das ist das. Hm. Das kennen wir ja schon. Und da ist es. So. Oh, der Schaden ist richtig gut. Gehen wir da auf das 4 anrichten, obwohl das Level 10 ist. Das Schaden war ganz ordentlich. Jetzt versuche ich auch meinen Skill. Ja, Schaden ist ganz ordentlich, den wir hier an das 4 anrichten. Wenn wir insgesamt natürlich vom Level her nicht so hoch sind. Oh, okay, ich wollte schon sagen, irgendwie sieht das komisch aus, wie er das Ding da explodiert. Auch wenn ich das Gefühl habe, Sword hier insgesamt die meisten Schaden von uns anrichtet. Ja, können wir noch nicht. Oh, Vorsicht, der macht einen Flächendeckenschaden, ne? Nee. Ah, wieder verdrückt. Sorry. Dadurch, dass ich halt immer auch ein paar verschiedene Spiele spiele, macht das natürlich nicht alles einfacher, sich die ganze Zeit die ganzen Steuerungen zu merken. Ja, also das funktioniert echt gut. Was? Kette? Kette Nummer 1? Also ihr Zyklon macht echt guten Schaden. Und er liegt jetzt auf dem Boden. Ist er jetzt tot? Ja. Okay, ich wundere mich schon die ganze Zeit, warum er da so komisch auf dem Boden liegt. Und er ist besiegt. Cool. Also es hat echt gut funktioniert. Bin ich jetzt sehr überrascht, dass das doch so schnell ging mit dem Gegner. Okay. どうしたんだ、ユージは。随分機嫌が良さそうだな。いや、すみません。何でもないんです。なんだよ、話してくれよ。私も気になるね。大したことじゃないんです。ただ、3人で冒険をしていると、なんだか昔のことを思い出して。昔のこと？うん。幼い頃にルーリットの村でも、 こうして3人で毎日のように探検をしたんだ。僕たちはいつもアリスの後をついて回ってさ、いろんな場所に行って村の人に怒られて。懐かしいな、本当に。寂しいけど、同時になんだか温かい気持ちになれる。そっか。良い思い出のようだな。はい。もう一度 あんな日々を送れたら。送れるさ。<笑>無理だよ。そんなことないさ。きっといつか、アリスとセルカ、そしてユージをもう一度3人で探検できる時が来る。セルカ？ああ、セルカだよ。さすがに探検なんて断られそうか？いや、違うんだ。今 確かに3人で歩いた頃を思い出して懐かしいと感じたんだけど、違う、セルカじゃない。セルカを連れて探検に行ったことはないんだ。でも3人って、うん、僕とアリス、もう一人誰だ。大丈夫か、ユージは。うん、
疲れているのなら早めに言ってくれ。無理はさせたくない。大丈夫です。友情。Was? Kehre zurück zur Akademie? What? Das war schon. Anscheinend sollen wir jetzt hier wieder zurückgehen zur Akademie. Finde ich ja natürlich nicht so cool. Haben wir natürlich schon vor, hier noch die ganze Gegend auszukundschaften. Dann nehme ich euch jetzt halt ein bisschen mit. Dann ist das halt heute mal ein Out of Academy Part. Und wir schauen uns hier mal ein bisschen die Gegend noch zusammen an. Und dann werde ich mir die Gegend hier Off-Camera angucken zur nächsten Folge und dann werden wir in der nächsten Folge zur Akademie wieder zurückgehen. Sollte ich natürlich irgendwas Interessantes gefunden haben, dann nehme ich euch hier natürlich auch rein. Schauen wir uns hier zumindest mal die Sidequests an, die es hier so gibt. Oh, okay, da ist auf jeden Fall eine. Sind anscheinend zwei sogar. Ja, ups. Hallo. Sie ruinieren wieder die Felder, das lästige Ungeziefer frisst alles auf. Ist das normal für diese Jahreszeit? So kann keine Geschäfte machen, das bringt mich um. Könnt ihr dir irgendwie helfen? Wenn ihr das machen würdet, das wäre eine Riesenhilfe. Sie haben meine Felder abgesehen. Geh lieber nicht zu nah ran, sie stechen. Vielen Dank, mein Freund. Tiefe Käfer, da da du, du du. Wo sind diese Käfer jetzt? Ach, da hinten. Ganz da hinten. Okay, das sehe ich. Hallo. Aber was mache ich nur? Brauchst du Vorräte? Tut mir leid, Kleiner. Heute ist nicht dein Glückstag. Mein Rücken bringt mich noch um. Und ich muss all dieses Gemüse aussöhnen. Ich schaffe das aber nicht. Ich schaffe nicht mal eine Bestellung. Tut mir leid. Versuch's woanders. Warum lässt du mich nicht machen? Sollte es ein Witz sein, ich brauche nämlich mehr Hilfe als dringend. Tut mir leid, Kleiner. Du musst ernten. Ernte einfach auf den Feldern hinter dem Fluss. Und nicht selber futtern. Du wirst mir eine große Hoffnung. Was, hinter dem Fluss? Welcher Fluss? Meint er diesen Fluss da? Kann ja nur den Fluss meinen. Wie? Ah, hier, ernten. Da, 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 da. Gut, dann können wir die Aufgabe ja noch direkt machen. Nein, du sollst es nehmen, Kirito. Nutzpflanze. Nein. Ernten. Ernten. Okay, machen wir das hier Step by Step. Da, da, da. Kirito ist ja sowieso Botaniker in dieser Welt. Wissen wir ja schon aus dem Anime, von daher. Warum wir jetzt hier nicht die ganzen Sachen einsammeln? Na. Na. Und mitnehmen. Na. Wirst du. Manchmal springt er auch automatisch drüber, aber manchmal dann wieder nicht. Bisschen seltsam. Okay, das ist eine relativ einfache Quest. Dieses Mal auch deutlich besser erklärt als sonst. Habe ich hier nicht noch was gesehen? Nö, das war's. Oh, doch, da. Und, danke. Sehe ich hier noch was zum Ernten? Nö. Ups. Kannst du da ernsthaft nicht hoch? Puh, ich dachte, ich ersaufe, aber nee, habe ich noch geschafft. Juhei. So, hier sind deine Nutzpflanzen. Hast du wirklich alles erwischt? Dann schaffe ich es noch. Danke, Kleiner. Sonderpreis. Komm gerne wieder. Bei mir kriegst du als allerbeste Ehrenwort. Congratulations, Trauben. Oh, nein. Scheiße. Ich wollte eigentlich nicht angreifen. Ich wollte eigentlich nochmal mit dem interagieren. Weil er sie sagt, ja, ich habe ja die beste Ware. Was brauchst du denn? Eigentlich nichts. Ich dachte nur, dass du mit mir interagieren möchtest, aber nö, anscheinend nicht.
Okay, Schnellreisepunkt aktiviert und ja, ich werde mich ja wie gesagt offcam nochmal umgucken und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin und ciao, euer Flui.